Hallo, liebe Ponyclub-Freunde, ich bin auf dem Weg im Stall. Ich habe die Mädels mitgenommen, die Mira und die Polly, und habe der Mira ein Mäntelchen angezogen, ihr rosanes. Polly findet es irgendwie komisch. Den Bobby habe ich heute heimgelassen, aus dem Grund, ihm ging es gestern gar nicht so gut. Und ja, also er wollte nicht fressen, er wollte nicht laufen, trinken wollte nicht so richtig. Und naja, er ist halt auch schon ein alter Junge. Und naja, aber nichtsdestotrotz, heute geht es ihm wieder besser. Aber ich dachte, ich lasse ihn daheim. Dann kann er in Ruhe im Wohnzimmer chillen oder in seinem Körbchen oder wo er gerade Lust hat. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg in den Stall. Aber es hat minus 9 Grad. Heute Morgen waren es minus 14, als ich die Marie in die Schule gebracht habe. Jetzt noch minus 9 Grad. Ich bin jetzt noch schnell in Teddy hingefahren, in den 1-Euro-Laden, und will mal schauen, ob ich, jawohl, da läuft jemand am Auto vorbei, will mal schauen, ob ich da so Taschenwärmer bekomme. Kennt ihr die, wo man nur so anknicksen muss und dann werden die warm, und wenn die dann fertig sind, dann muss man die wieder ins heiße Wasser legen und so, damit die wieder benutzbar sind. Genau, solche Dinger möchte ich kaufen. Ich hoffe, ich finde welche. Drückt mir die Daumen. Ja, und dann geht's ab in den Stall. Aurelia und die Fabsi kommen heute in den Stall. Ich hoffe, dass wir uns nichts abfrieren. Genau. Also, dann bis später mal. Hi Leute. Also, ich wollte ja so Taschenwärmer kaufen. Ich war jetzt beim Teddy, keine Taschenwärmer. Dachte ich mir, okay, gehst du zum Kick, der hat sowas bestimmt. Nein, auch nicht. So, und jetzt? Habt ihr eine Ahnung, wo ich sowas noch herbekomme? Außer jetzt natürlich aus dem Internet. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, weil wenn es so kalt bleibt, irgendwas brauchen wir für unsere Finger. Klar, Handschuhe natürlich, aber ihr wisst, Marie ist eine Frostbeule. Und ja, jetzt dachte ich, ich probiere es so, aber man kriegt keine Taschenwärmer mehr. Ja, liebe Leute, mein letzter Gedanke wäre jetzt noch ab zum Pix raus. Werde ich jetzt wohl hinfahren und da mein Glück versuchen. Ja. Ansonsten geht's halt mit kalten Fingern in den Stall. Tschüss. So, ich dachte, okay, Pix raus, probieren wir es dort. No way, keine Chance. Ja, dann dachte ich mir, okay, eine Chance hast du noch, Drogeriemarkt Müller. Und siehe da, ta-da-da-da, ups. Zack, ich habe welche gefunden. Einmal diesen einfach rot rund. Und dann einmal blau Sternchen. Ich liebe Sterne. Die haben jetzt jeweils 1,99 gekostet, sind jeweils zwei Stück drin. Ich denke, das ist okay für den Preis. Jetzt hoffe ich nur noch, dass sie auch das halten, was sie versprechen. Und ja, genau. Keine kalten Hände. Juhu. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ich fahre jetzt in den Stall, schau mal, ob die Ponys schon festgefroren sind. Und dann sehen wir uns So, ihr Lieben, später. ich bin im Stall angekommen und da stehen sie auch, die Hottipferdchen. Oh, bei euch sieht es ja wieder aus. Und da ist auch die Mira. Mira, wo bist du? Mach mal Sitz. Halt, bleib hier. Da ist die Mira mit ihrem schicken Mäntelchen, damit sie nicht friert. Mira, meine Mira, bleib doch mal hier. Die Leute wollen dich doch mal angucken. Ja, die freut sich. Ja, es ist immer noch mega, mega kalt. Und ja, ich werde dann mal gucken, was ich mit den Hübschen heute mache. Der Misu, der steht da und wartet auf sein Heu. Der kriegt jetzt gleich mal was. Was Liebe steht da? Ponyfreunde, ich bin ja jetzt schon im Stall gewesen, habe schon angefangen zu misten. Die liebe Fabsi kam etwas später. Ja, Mira, genau.
weil die Fabsi uns überraschen wollte. Denn, tadadata, die Fabsi hat was gekauft. Ja. Ich weiß nicht, seht ihr das? Jawohl. Ja. Und das ist so ein Reitpad. Genau. Das macht man so aufs Pferd. Und das baut dann besser Muskeln auf und es fühlt sich für einen Reiter aber trotzdem an, als würde er ohne Sattel reiten. Genau. Und das hat sie sich schon gewünscht für Heli, weil sie ja echt oft ohne Sattel auf Heli reitet. Und ich denke, so wie ich meine Fabsi kenne, wird die das nachher gleich mal ausprobieren. Ja. Natürlich kommt dann auch ein Video. Ich werde es euch auf jeden Fall filmen. Okay, Leute, was ich gerade entdeckt habe, wir haben ja hier in unserem Offenstall ein Fenster und daneben gleich dann die Tränke. Und unsere Pferdchen, die schnoddeln ja immer hier mit ihrem tollen Heu rum. Und jetzt guckt euch das mal an. Gefrorenes Heu. Hat schon irgendwas Cooles. Ah, Hiro, renn mich um. Sieht schon irgendwie cool aus, oder? Eiszapfen im Heu. Neues Eis. Marke Heu. Warte, ich lerne mal die. Aurelia! Aurelia, schmeckt's? Ja. Ja. Bisschen nach Gras. Ja. Komm, das hier. Das hast du erst schon Fabs. Okay. Ein Horn. Heli muss natürlich auch gleich schauen, was hier los ist. Und guck, Fabs. Naja, wir machen so mal weiter. Fabsi hat Heli geputzt, Janosch ist auch soweit sauber. Und Fabsi wird jetzt mal das Pad auflegen. Oh, dicker Heli. Okay. So, dann müssen wir jetzt nur noch einen passenden Sattelgurt finden. Und dann können wir das Ding festschnallen. Jodele, da sind wir wieder. Mittlerweile sitzt Aurelia und Fabsi auf den Ponys. Fabsi hat das Pad ja drunter, so drauf gemacht. Und ja, Fabsi, wie ist das Pad? Wie ein Sofa. Wie ein Sofa, okay. Also, dann würde ich sagen, ein Daumen nach oben für das Pad. Mal gucken, wie es sich... wie es sich dann weiterentwickelt. Und dann schauen wir mal, ob das dann wirklich noch so toll ist, wenn die Fabsi da schon 3, 4, 5 Mal geritten ist. So, da es so arschekalt ist, werde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und meinen zwei Mädels viel Spaß noch beim Reiten. Tschüss!